Moin moin Menschen mit Geiz, wir sind wieder in Elden Ring und zwar im hohen Norden. Wir haben uns letzte Mal hier lang gekämpft. Alles hier diese Dinger, die so einen wahnsinnigen Kram machen. Und sind jetzt im Tunnel von Yelof Anix. Hier haben wir noch einen Boss und zwar die Dunkelkavalleristen an so einer Kutsche, zwei Stück gleich. Hier oben wollen wir noch hingucken, hier wollen wir noch hingucken. Hier an dem Turm weiß ich nicht, was ich machen muss. Das sind so eine unsterblichen Gegner. Oder wiederkehrende? Ja. Unsterblich sind sie nicht, die kommen einfach wieder. Ja, also hier oben ist noch zu tun. Und in der Stadt haben wir auch noch zu tun. Also wird eine tolle Woche. Los geht's für euch nach dem Intro. So, erstmal wie gesagt in der Höhle. Diesmal ein bisschen anderes Design. Halt mal eine Eishöhle. Nicht immer die Standarddinger, die man schon langsam auswendig kennt. Wie ihr seht, falls ihr ein paar Folgen verpasst habt. Oh, hier geht's nach unten. Ich habe jetzt eine neue Rüstung. Beziehungsweise die Schuppenrüstung an. Die finde ich auch ganz schick. Und einen Katana. Ich vergesse mal den Namen. Irgendwas mit Mond. Mondschleier. Ist da unten nicht. Liegen halt überall so eine Toten rum, beziehungsweise ich glaube, die stehen auf. Oder zeigt mir, dass das eine Freunde, dass ich hier Frostschutz oder sowas brauche. Na, ich gucke an. Die Tür ist von der anderen Seite, die sperrt. Ich bin also schon mal gezwungen, nach da unten zu gehen. Ist aber auch ganz schön hoch. Na gut, schauen wir mal. Das war knapp. Fast daneben gefallen. Shit, Mann. Das fängt ja schon mal schlecht an für die Woche. Sie blockt mir noch nicht mehr. Ich wurde schon zweimal kassiert. Klingt ja auch mal, also hört ja auch mal aufzuschlagen. Kacke, das Schwert war ein bisschen lang. Ich bin ein paar Mal gegen die Kante gewesen. Mit der Klinge. Okay, es war noch kein guter Anfang. Drei Tränke verbraten für eigentlich nichts. Ja, hier prallt die ganze Scheiße halt ab an den Gegnern. Fuck. Ist nicht mal die Wand, ist die Gegner. Quatsch, einmal vorbeigedrückt. Wenn wir uns auch immer so heilen. Sehr bedrückender Soundtrack hier drin, so ein bisschen. Ja, da, der prallt ab. Boah. Wo haben wir jetzt noch einen? Das nenne ich mal knapp. Den geht noch vorbei, also Abpralle ist richtig eklig. Und das macht das Kämpfen richtig, richtig widerlich, denn du keine Kombo schlagen mehr kannst. Und der nach jedem Schlag nicht einfach aufhört, sondern einfach jedes Mal so ein Stück. Hier haben wir eine Leiter nach unten. Aber da, wo der herkam, will ich lieber lang gucken. Nach unten kommt man schneller. Was ist denn da los? Okay. Irgendwas Lilanes. So, da hockt schon einer. Wieso hat er das überlebt? Verdammte Kacke. Bisschen mehr oder ist ja nichts mehr? Ich wundere, dass es jetzt wieder nach oben geht. Gut, dass der andere keine Lust hatte bisher. Verdammt, trinke alle. Also. So.
Vielleicht muss man die so besiegen, Konterschläge. Wobei, wenn die wieder so eine Ausrast-Kombo machen. Na, wir werden testen. Muss ich ja an jeden Gegner so ein bisschen anpassen. Na, meine Runen unten. 4, 6, 6, 6, 6. Schmiedestein 8. Hildenrune 5. Was bist du denn? Diese Gegner. Oh, was macht er denn jetzt? Okay, einfach mal ein Portal öffnen, was irgendwelche Meteoriten schießt. Das Katana zischt ja richtig. Ah, lass mich ran. Hat er jetzt oder noch nicht? Das stand dran, aber die Optik war noch da. Das hat mich ein bisschen irritiert. So, was haben wir denn hier? Ein großes Tor. Sieht aus wie ein Boss-Arena. Und das sieht aus, als wenn ich von hier gekommen bin. Okay, haben wir zumindest schon mal die Abkürzung. Es gab ja auch noch den anderen Weg nach unten. Mit der Leiter. Frage ist, ob ich die gehen will jetzt schon oder ob ich hier jetzt lang gucke. Nun mach auf die Luke. Astil, Stern der Finsternis. Was ist das denn für ein Kaktus? Oder mit irgendwelchen Strahlen oder was? Das sind die Dinger, die sind so mal an der Decke hängen hier. Aua. Gott, der ist wieder so groß und überall dieses Rummifunkel. Gucken, wie ich den bekämpfen will. Und man prallt auch an dem ab. Treffe ich den hier irgendwo? Wow. Muss doch nicht sein, sowas. Scheiße, ich weiß nicht, wie ich den richtig vernünftig Schaden machen soll. Verstehe nicht, warum ich den nicht treffe. Verstehe nur seine Birne. Den Rest kann ich alles nicht anvisieren. Ist ja ein bisschen nervig. Okay, das hat mir jetzt ein bisschen Damage gemacht. Was kommt jetzt? Okay, er ist weg. Er reportet sich. Jetzt kommt bestimmt irgendeine Schießattacke hier. Wenn jetzt der Himmel leuchtet. Ja, ach du Scheiße. Was macht meine Träne eigentlich? Legt die sich auch mal auf oder wartet die bloß, bis das Spiel vorbei ist? Du Scheiße. Gut, jetzt hat sie sich schon mal verabschiedet. Nein. Ach du Scheiße, was nun? Tot. Shit. Nur halbtot, verdammt.
Konnte man in den Kopf von dem Ding da reingucken, oder was war das? Sah grad merkwürdig aus. Okay, den zu treffen ist halt ein bisschen eklig. Ich denke, diese. Wie heißt das Kram überhaupt hier? Rasende Flamme war ganz okay. Apropos rasende Flamme. Habe ich denn nicht noch die übertriebene Version von? Müsste ich eigentlich auch mal schauen. Aber nicht jetzt, nächstes Mal wieder. Hier ist voll hochzuklettern. So, ich glaube. Gut, dass ich halt durch diesen Trank, den ich habe, immer einen Treffer einstecken kann. Instant tot. Das habe ich natürlich nicht erwartet. Ich wollte das Ding einfach nur wieder runterhauen, dass ich ins Auge kloppen kann. Gut, das war also totaler Reinfall. Heldenrune 5 bringt 35.000. Wollte nur mal kurz schauen. Wie viel brauche ich? 120.000. Schaffe ich. Das ist aber auch unnormal, Fälle. Das ist schon, ups, schon unnormal viel. Zuerst waren es 120. Ich glaube 120 hier. Ja, dann passt es ja. Nochmal geschickt mit drin pumpen. Halt, Zauber gucken. Überleg, ob ich das Ding diesmal vergifte. Da, unerträgliche Raserei. 31 Glauben, shit. Wie viel Glauben habe ich? 20, bräuchte 3 Punkte auf Glauben. Es hätten nur noch 2 sein können. Ich hätte vorher schauen sollen. Okay. Rennt ja nicht weg. Vielleicht machen wir noch einen mehr Tag davon. So, wir wollen mal testen. Gegen was hatten wir am wenigsten Bock? Zum Glück ist der Weg schöner. Quatsch, ich drücke aber auch immer zu weit. Ich habe mir das extra so hingelegt, dass ich das eigentlich nacheinander alles rinpfeife. Geil. Komm, vergiftet. Reicht noch nicht. Jetzt ist er gut vergiftet, oder? Ja, das macht schon mal einiges aus. Und jetzt hier einfach so Scheißattacken. Wie viel sieht ein Frost bei dir aus? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber vielleicht. Alles mal jeden Defekt bekloppt. Hä? An gleicher Stelle belaufe ich doch. Ach komm, ich erkenne das immer nicht. Komisch, meine Trainer hat es überlebt. Jetzt macht er das den Angriff, toll. Ah, ich muss mit. Ich muss einfach aufpassen, wenn dieses Bild so verkrisselt, so verschwimmt. Dass der diesen, ja, dieses One-Hit-Wunder auspackt und ich mit einmal tot bin. Es war schon wieder schlecht.
verfickte Kacke. Haha. Hä? Was denn jetzt? Weil der Ding nicht genommen hat, was? Jetzt hab ich einen Trank umsonst genommen. Geht das hier? Ach komm, das ist doch Schmutz gerade. Warum geht denn das in der Ecke nicht? Hallo? Oh, so ein Quatsch. Bin ich denn tot? Ja, bin ich. Ach, komm. Ja, ja, komm, das war. Also. Wenn man dreimal diese Kombin-Imitatoren-Tränen nimmt und sie funktioniert nicht und man checkt es nicht, ist natürlich auch kacke. Ich war im Kopf halt schon weiter. Ich habe überlegt, okay, den rufen, dann nochmal über die linke Seite ran, das noch rindrücken. Ja, und dann habe ich gar nicht gesehen, dass der Quatsch nicht funktioniert hat. Also bin ich auch unglaublich beschissen, wenn das dir anzeigt, er macht es, führt es aus und es passiert nichts. Bloß weil es da zu eng ist, hab mir gedacht, ey geil, ich stell mich einfach ein Stück zur Seite, ist doch ein geiler Spot. Dass ich natürlich immer reinlaufen muss, mir den ersten Schuss quasi in die Fresse halten muss. Naja, natürlich immer noch getroffen. Eine widerwärtige Rückzugsattacke hier. Portet er sich wieder nach Timbuktu? Flächeneffekt hier schon wieder. Ich halte einfach keinen Bock drauf. Was ist das? Das? Nee, das ist es nicht. Stopp doch. Wir sollten es diesmal so wenig abgezogen. Ja, weg hier, weg hier, weg hier. Alter, das zieht das ab. Ach, es zieht nicht nur ab, es hüllt mich einfach. Okay. Ach, ist das kacke gerade. Ja, da war ich relativ nah dran. Der hält auch gar nicht so unendlich viel aus. Aber der killt mich halt immer mit einem Angriff sozusagen. Entweder den oder dem da. Also, hab gedacht, ich überlebe das noch. Aber, kannst du vergessen. Kann man vergessen. Ansonsten war das wohl gar nicht verkehrt bisher. Den erst zu vergiften, damit er gleich noch mehr Schaden kriegt. Oh. Ist der schon vergiftet oder hat mein Kollege den Schaden gerade gemacht? Der ist sogar schon vergiftet. Ach nö. Ja, wenn man die Attacke rindrückt, dann kann man noch nichts mehr machen. Komm, halt dich. Komm, das bisschen nehmen wir auch noch als Heilung mit. Dieser Soundtrack so gar nicht boss-typisch, so gar nicht Kampfmusik oder so.
So knapp, ich glaube, das wäre sonst wieder seine Drecksattacke geworden. Abstand halten jetzt. Obwohl irgendeine Scheiße passiert, der ist ja fast tot. Ich trau mich auch nicht, den anzugreifen. Komm, vergift doch einfach nochmal. Scheiße, keine Mana. Aua! Stirb einfach. Stirb! Danke. Meteorit von Astel. Ja, das ist diese schwarzen Löcher, die der kann. Hat ordentlich Erfahrung gebracht. Wo haben wir denn Meteoriten hier? 55 Weisheit. Wow. Mhm. Das kann ich sogar machen. Cool. Das ist also die Skelette beschwören. So, und nun? Da vorne, okay. Wobei, ich werde jetzt hier nicht rausheizen. Nee, ich mache es mal zurück. Da drüben ist der andere, ja. Hm. So, nochmal runter in die Bude. Okay, diesmal hat es funktioniert, den tot zu kriegen. Ah, shit. Ist hier vielleicht am Rand noch was zum Insacken, was ich vorher nicht gesehen habe? Ah, gucke an. Einfach drüber laufen, genau. So, weil hier gab es ja noch eine Leiter. Muss bloß aufpassen. Ha. Hallo. Nicht, gib her. Schmiedestand 7. Och, herrlich. Herrlich. Fühlt sich doch gut an. Ha. Zwei schwere Schläge gehen auch. Ist die nicht eingesammelt oder ist der respawned? So, das ist aber der Weg nach oben. Den war ich schon. So, die Leiter war jetzt da drüben. Also, schauen wir hier nochmal runter. Aha. Nochmal ein 8er Schmiedestein. Ja, da kriegen wir gleich zwei hiervon. Ja, ja, du hast ein Schwert, du hast einen Gegner anvisiert, aber treffen ist so eine Sache, ja.
Treffen ist so eine Sache, ein Runenbogen, naja, immerhin. Hätte ich eigentlich auch mal beim Boss benutzen können. Hier haben wir wohl noch so ein Teil. Hm. Ich habe nicht mehr allzu viele, ne. Tschüss. Ah, der Blutdruckschaden macht es einfach aus. Alabaster Fürstenklinge. Quatsch, da. Alabaster ist eine Dolchwaffe, wa? Auch 16 Stärke. Ist das ein Schwert? Boah, cool. Kann die sonst noch weiter? Das ist ein bisschen schwer für dich, die Waffe. Okay, das ist zweihändig, zweihändig. Du kannst nicht vorbei, oder was ist, wird das hier? Steht hier noch was dran? Ach, Quatsch. Allerbesten Fürstensog. Rampenwaffenbohnen, um ein Gravitationsfeld zu erzeugen. Okay. Das ist einfach die Gravitationsattacke Standard. Uralter Drachenschmiedestein. Das ist doch wieder für eine Waffe. Höchste Stufe. Letztes Mal eigentlich gemacht. Habe ich die auf höchste gepackt? Ich glaube ja, den Mondschleier, oder? Na, irgendwie. Irgendwas habe ich gemacht. So, ist in der Ecke noch was. Weitere Schmiedesteine. Die, also hier, die Höhle hat sich wirklich gelohnt, was das angeht. Aber ich glaube, damit habe ich alles durchgeplündert. Cool, dann kommen wir hier wieder raus. Rausporten geht ja meistens in den Höhlen nicht. Und auf der Leiter kann man erst gar nicht auf der Karte gucken. Also müssen wir klettern. So, was sagt die Karte? Ja, ich kann doch raus. Ja, dann nehmen wir gleich noch ein Level mit. Wir haben gesagt, ein bisschen mehr Glaube wäre schick. War das jetzt Glaube oder Weisheit? Oh, egal. Wir nehmen Glaube. Ich glaube an den Glauben. So. Komm. Von unten sieht die Platte aber hässlich aus, du. Müssen wir restaurieren hier. Oh, hallo. Das war mal so die, bei Halo. Bei Halo 1. Oh, hallo. Dieser Roboter hier. Dieses fliegende Auge da. In der Bibliothek denn. Bin irgendwie gerade im Sinn gekommen. Was die Birne manchmal so macht. Wahrscheinlich einfach wegen Fahrstuhlfahren. Die Gegend sieht ja total friedlich aus. Und dann wirst du ja jedes Mal weggenudelt. Wir sinken nicht schon wieder. Oder im Singen auf dem rechten Ohr bei mir, oder? Schon eine Halluzination. Mir scheint so. Ich glaube, jetzt vernehmt ihr das Singen aber auch. Shit. Komm ich hier nochmal hoch? Ach komm, Alter, so ein plumper Tod. Man hört mich die ganze Zeit klicken, wie ich hier wegrollen will, aber er kommt nicht mehr hoch.
Schon wieder so ein unnötiger Tod. Und vor allen Dingen muss ich mich jetzt hier so ewig rausvorstellen, oder? Ich kann einfach dahin. Ich nehme mal den hier. Damit meine Seelen da nicht irgendwo abgammeln. Da ist er. Okay, nicht da. Na gut, vielleicht ist er letztes Mal einfach noch weiter gemacht, als ich versucht habe zu markieren. Jetzt ist das hier gerade mal nicht so extrem neblig. Die letzten Mal habe ich doch hier nie was erkannt. Nicht wieder vom Pony falle. Ich mache ja den Angriff nicht von hinten. Ist aber schade. Oh Mann, der schwere Schlag braucht einfach viel zu lange. Aber nein, das haut mich einfach um. Das ist wie so ein Schlaf oder was? Weg mit dir. Das war ein bisschen optimistisch, den einfach anzuspringen. Und tschüss. Die hat also mit ihrem Border quasi gesunken. Okay. Jetzt haben wir schon ein bisschen Heilung wieder verbraten. Ich dachte, hier ist noch mehr. Ich glaube, ich war in der Ecke schon beim letzten Mal. Ja, ich glaube, ich war hier alles schon. Überleg halt, ob ich jetzt mit einem Trank weniger die Kutsche mache, aber ich weiß nicht, nachher scheitert es daran. Ich glaube, wenn ich den hier vorher noch umlege, müsste ich wieder volle haben. Kommst nicht davon. So, habe ich wieder 9? Ja. Habe ich. Gut, dann. Da ist die Kutsche. Da ist der Palast davon. Ah, hier waren auch ein paar bei, die echt ätzend sind. Die da. Na, steig doch mal ein bisschen schneller ab. Ah, leider leicht getroffen. Tschüss. So, da hinten sind sie schon. Lauf! Lauf, Forest! Lauf! Ich sehe gerade, es ist nicht dunkel genug für die Dunkelkavalleristen. Scheiße! Alles umsonst! Was hast du dabei? Eine Rova-Frucht. Super! Zumindest ist die gekühlt. Jetzt sagt die Uhr im Spiel morgens. Ach komm. Kann ich nicht mal warten. Hier habe ich auch schon geplündert. Es geht also bloß noch um die Dunkelkavalleristen. Ach Mann, mach ich jetzt. Zurückporten, pennen, beziehungsweise den Tag vertreiben und dann, Alter, wie kacke die sind.
Ja, ihr könnt einfach gar nichts. Bringt fast 10.000 für so einen Spaß, ey. Ihr könnt den ganzen Tag machen. Völlig plump. Ja, hier noch ein paar Hühnchen. Sonst irgendwas in der Nähe. Nicht so richtig, ne? Ich könnte nach da oben reiten in der Zeit. Das ist eine Möglichkeit. Oder da nochmal hinschauen. Ne, wir gucken erstmal auf die Seite. Ups. Elf in den Norden. Noch weiter in den Norden, meine ich. Da oben auf dem Hügel. Oh, Strom hier wieder. Alles daneben. Danke. Oh, was haben wir denn hier? Oh ja, davon habe ich so wenige noch. Irgendwo waren die Dinger. Wartet. Gib mir Zeit. Irgendwo. Verdammt. Ich finde sie nicht. Mach mich fertig. Ah! Hier hinten bei. Auch nicht. Wo waren denn diese beschissenen Steinschwertschlüssel? Ist mal ehrlich. Ich dachte, ich mache das hier mal kurzer als. So. Aus dem Handgelenk. Und jetzt finde ich die Dinger nicht mal mehr. Oder bin ich einfach nur so blind? Ah, 9 Stück. Nur noch 9. Ja, dann halt's los. Warte. Nicht, dass du hier so einsam bist. Und da frierst. Ist da vorne los? Nochmal weiter Hühnchen hat. Ein paar Krabben. Kommt hier noch eine Krabbe aus dem Boden, oder? Ist ja meistens so. Du mit dem Horn musst zuerst dran glauben. Dann du. Und der Magier hält sowieso nicht alles. Ich weiß immer nicht, ob ich wirklich den See lang heizen sollte. Oh. Oh. Was ist da los? Goldene Saat und da haben wir ein Feuerwerk. Was ist das denn? Ich meine, das ist hier wieder so eine Glocke, okay. Aber warum schießt die so heftig? Was hockt der hier am Rand? Der hält aber aus. Muss ich echt aufpassen, dass du mich nicht trifft. Oh, gucke, die Scheiße macht er ja auch noch. Wird auch noch wütend. Mensch, nicht. Wie lange bleibt denn diese Gestankwolke da? Shit. Jetzt nutzt ja auch noch seine Kette. Komm schon, mal treffen. Oh, vom Pony aus besiegt. Oh, Beinschutz der verrottene Duellanten. Fäulnis Großaxt. Eine Streithammer und jetzt haben wir eine Großaxt. 30 Stärke. Löst Scharlachfäule aus. Das ist eigentlich geil. Muss schon mal den Drachenzauber nicht machen. Hm. Aber hier Blutverlust alles, ja. Und Vergiftung. Alter, schlechter. Sah aber cool aus. Hätte vielleicht zu meinem Katana mehr. Ich passe die Rüstung. So, geht hier die Luke auf oder ist das hier nur Deko? Okay. Ordina statt der Liturgien. Oder Liturgien? Wie auch immer.
Dafür schränke ich nach da oben wollte, bin ich jetzt hier hängen geblieben. Oh Mann, ey. Alles hier so still. Was triggert hier? Oder was ist hier? Was kommt hier? Die Tür da hat eine Fackel dran. Für uns das soll jetzt was sagen. Ach komm. Nö. Jetzt nach oben. Da oben scheint nichts zu sein. Absolut Totentanz hier. Da unten ist ein Ort der Gnade, da wollen wir auf jeden Fall hin. Oh, noch eine Lilie. Komm, nimm mit hier. Was ist hier los? Warum ist das hier so still? Aha. Noch eine 10er-Rune. Was ist das? Was ist, wenn hier zwei seine Statuen fehlen? Oder soll das so sein? Und wir gucken hier nochmal rum. Hier war ja die Leiter. Gucken, ob oben auf dem Dach irgendwas ist. Ansonsten, die absolute Geisterstadt hier, wa? Komm, ja, mit schwerer Rüstung ist halt. Dauert alles ein bisschen länger. Verstehe ich. Okay. Muss ich wohl in diese Glockentürme klettern und dann, aller Assassin's Creed irgendwas machen? Hier ist gerade nichts, ne? Andererseits, da ist noch so ein Turm. Ich glaube, da hinten könnte auch noch einer sein. Ist aber auch so ein bisschen rätselhaft hier gerade. Das Spiel sagt dann ja auch nichts. Aber auch gar nichts. Einziges ist, ich komme dadurch über diese Wand da. Die Frage ist, das jetzt gut oder schlecht? Warum ist sie überhaupt da? Wenn man doch hier rum kann. Kommt man hier noch irgendwo hin? Nö. Shit. Guck mal hoch. Ist hier so ruhig, ey. Meine Güte, das ist ja schon langsam. Dieser eine Wolf. Guck mal, da ist noch irgendwas. Vielleicht da aktivieren und dann geht's ab in der Stadt, oder was? Quark, ich hatte doch schon meinen Pony drinne. Flieg und Sieg. Ach nee, war was anderes. Kletter ich jetzt hier nochmal hoch, oder nicht? Guck mal, da ist ein Siegel. Hier runter oder auf das Siegel klotzen? Eigentlich egal. Beides interessant. Er hält die vier Figuren im Siegelgefängnis. Gerade überlegt, wie ich es anstelle. Heißt das jetzt vier Gegner besiegen oder was heißt das jetzt? Ah.
Muss ich jetzt auf alle Türme rumklettern oder was? Sehr merkwürdige Gegend. Okay, also der erste Turm ist direkt vor mir. Komme ich hier nochmal irgendwo hoch? Oh Gott, oh nein. Ach du Scheiße, Mann. Jetzt habe ich hier eine fucking Stadt mit Unsichtbaren, die auch noch Attentäter sind. Erst total friedlich und dann so eine Kacke. Zumindest kann ich das Zeug hier einsammeln. Ich muss bloß gucken, wie komme ich denn da wieder hin? Kann ich denn da vernünftig hin? Das ist die Frage. Hier, wo ist denn der kürzeste Weg hier lang? Ist das schon? Ja, ich muss einmal rum. Das scheint schon der beste Weg zu sein. Fuck! Ah, dann ist das Tor hier weg. Hab ich irgendwas, um Unsichtbare zu sehen? Gut, ein Geisternebel, ja, was soll das heißen? Für Magie schauen. Alles bloß Waffenüberzüge. Den hätte ich schon mal nachgeschaut, den Feuerriesen, ich glaube nicht. So, was können wir denn jetzt machen? Kann ich gegen die machen? Diese ganzen Gemälde und so ein Kram. Ich auch noch nicht genauer durchsucht. Ach komm, mir muss doch irgendwas geben, was mir hilft, die Viecher zu sehen. Objektentdeckung ist einfach nur, wenn ich Gegenstände farmen will. Rüstung und so. Shit. Scheiße. Wo ist er? Wo ist er? Ah, ey.
Gott, das ist ja schon so alt, um hier zu kämpfen. Wird noch schlimmer als Nebel. Ich blende die Flammen an, nicht dass ich jedes Mal alle neu entzünden muss. Wo ist er denn hin? Ach komm, Alter, ich habe in die Richtung geschlagen. Das ist aber mal gut. Ey, einzige Scheiße, die er kann, das. Alter, ich stehe da schon in der Ecke. Was soll denn das jetzt? Schießt von hier drüben? Oh meine Güte. Was für eine Rotze. Zu diesem Turm da kommen. Ich geh mal gar nichts ab, wa? Boah. Gott, ey. Komm, kein Risiko. Teile ich mir hier nur einen Brock mit dieser Scheißstadt, werde ich mal doch in die andere Ecke laufen. Wäre ich deutlich besser dran gewesen mit. Hoffe ich zumindest. Scheiße, Mann. Es muss doch was geben, um die Unsichtbaren sichtbar zu machen. Ich kann doch die nicht jedes Mal einfach nur angreifen. Wahllos. Jetzt haben wir die zweite an. Problem ist, durch diese Gegend hier habe ich auch gar keine Übersicht, wo ich eigentlich bin. Also da hinten ist noch ein Turm. Ich habe bisher nur den hier und den unten. Das heißt, ich muss nur da hinten wieder. Das heißt, ich muss irgendwo da hoch. Quasi, wo ich als erstes hochgelaufen bin. Zieht aber auch ab. Ist ja völlig jenseits von Gut und Böse, den sein Schaden. Komme ich denn dahin? Eigentlich gar nicht. Ist zu weit? So, hier muss doch irgendwo die Leiter sein. Hoffentlich hockt die nicht nach einer. Komm. Ah, du Scheiße. Ach, Scheiße, die Leiter ist zu lang. Fuck. Muss ihn irgendwie wegkriegen vorher. Kommt doch nicht mehr weg. Man kann doch nicht abspringen oder so. Ah, oh Mann. Ich wollte schon kurzzeitig den Wolf angreifen.
könnte theoretisch ja jetzt schon mal gucken, wie ich da genau hinkomme. Ja, komm, mach einfach. So, ich muss zu meinen Seelen noch, merke ich gerade. Ist der schon da oder ist er noch nicht da? Ich sehe ihn nicht. Ja. Oh, bitte, vielleicht habe ich Glück. Vielleicht habe ich ja Glück. Was ist denn, der letzte Turm, der da hinten oder was? Da müssen wir noch hin. Also hier runter, hier rüber. Scheiße, jetzt will ich schießen. Ich kann meinen Pony hier nicht rufen, ne? In dieser Zwischenwelt? Ne. Komme ich hier überhaupt hoch? Noch so viel aus, der Bastard. So, jetzt sollten wir erstmal unten. Komm, kletter hoch. Wo so drücke ich denn den Knopf? Will einfach erstmal nach oben. Oh, ja. So, jetzt ist das Siegel da oben offen und da ist ein Boss hinter uns. Hä? Was nun? Ach so, weil das Siegel gebrochen ist. Okay, okay. Wenn ihr das sagt, okay. Ja, Und das bringt mich schon wieder woanders hin. Hm, okay, wir können mal dieses Stadterkunden hier wegmachen. Vor der Stadt war aber, glaube ich, auch noch was. Ja, kommen wir denn da jetzt hin? Hier oben muss ich auch noch weitermachen. Ich überlege gerade, wie ich hier hingekommen bin. Ist gerade weg aus meinem Kopf. Wie bin ich da oben hingekommen? Ich bin der Meinung, da konnte ich mich einfach hinporten. Nee, Quatsch. Da war ich. Hätte ich weiter. Stimmt. Das Ding da oben ist auch neu. Okay, und da bin ich jetzt. Okay, die Dinger. Schmaler Pfad. Beste Voraussetzung zum Campen. Halt. Kriege ich noch ein Level zusammen? Wie viel brauchen wir denn? 124.000. 124.000. Das würde schon reichen. Kriege ich aber auch mit kleinen Scheißglück zusammen. Dann haben die Witzen ihren Nutzen auch mal erfüllt. 124.500, um genau zu sein. Haben wir ein bisschen mehr, nicht so schlimm. Ach, ich habe die noch auch nicht angeklickt. Ja. Ja, runterfallen und sterben doch vorher. So, wir wollten den Glauben, glaube ich, auf irgendwie was bringen, was dafür sorgt, dass ich diese eine Attacke lernen kann. Wo haben wir so 31 Glaube? Ich habe recht. Doch keine Weisheit. So, will er so eine Kröte hier? Ist das jetzt hier die ganze Zeit auf diesem Baum?
Wenn ich egal durch irgendeine Scheiße runterfalle, ist vorbei. Sakraments. Knospe. Sieht schon so aus, als wenn ich hier irgendwie runter kann und hoch und zurück und... Mein Gott, das ist ja jetzt schon wieder fertig. Da unten ist irgendwie so... So Teile von der Stadt. Ja, gut. Bist du jetzt nicht gestorben? Ja. Ja, so macht man Gegner friedfertig töten. Muss ich einen Guide für machen. Einfach warten, bis runterfallen. Also. Das Ding ist größer. Ich kann doch hier nicht kämpfen in diesem widerwärtigen Scheißgebiet. Meine Güte, ist das eklig. Jetzt hat mich geheilt und der hat mich getroffen. Heilig. Hallo. Greif mal von hier oben an. Ist das okay für euch? Ihr dürft ruhig runterspringen. Ich habe damit kein Problem. Müsst nicht auf mich warten. Ich spring nicht, ne? Shit. Hatte so ein bisschen die Hoffnung noch. Was ist, wenn ich da runterhüppe? Ob ich da auch lande, wo ich landen will? Wir finden's raus. Oh Gott. Ja, ich bin da angekommen, aber nicht lebendig. Zumindest nicht allzu lange. Scheiße. Das sind nur so die Dinger und die Ameisen. Naja. Wie ihr merkt, vielleicht schon, ich mache in den Ladebildschirm mittlerweile auch weiter quatschen. Und werde das nicht mehr rausschneiden. Der Aufwand ist einfach viel höher als der Nutzen. Für 3 Sekunden Ladebildschirm oder 5 Sekunden oder sowas. Mich da nochmal 20 Minuten, eine halbe Stunde hinzusetzen. Brauche ich nicht. Müsste also ab sofort mitleben. Oh, knapp. Die sehen so unscheinbar aus und dann nerven die trotzdem. Kann ich hier auch irgendwie mal auf ein vernünftiges Festland sozusagen kommen? Scheiße. Oh. Der gleiche aus. Ah. Hey, ich bin doch gar nicht hier gestorben. Egal, lebe ich mit. Ich weiß gern, wie ich den da unten tot kriege, ohne dass der mich wieder wegnudelt. Hä? Das hat mich gerade sehr irritiert. Davor bin ich da runtergesprungen und am Gegner gestorben. Und jetzt bin ich am Fallschaden gestorben. Warum das denn? Warum? Ach man, das hier ist aber auch eine Kackecke. Ja, das ist genauso eine Kackecke. Du brauchst mich ja nicht verfolgen.
Wieder weg. Bin ich an der Scheiße eben abgenippelt? Wieder davor an der gleichen Stelle runterhüpft. Ich will einfach weiterkommen. Alter, hat die einen hohen Rutschschutz gehabt. Jetzt ist gut von da oben. Lass mich jetzt in Ruhe. Jetzt hier noch weiter oder laufe ich die Scheiße umsonst? Oh Mann, ey. Kacke, hast du nicht getroffen, aber vorher noch. Jetzt kämpfe ich mich den Weg, den ich nach unten gemacht bin, wieder hoch. Oh, ein Schmetterling. Das Stimme ist, man muss sich die ganze Zeit bewegen jetzt. Da kommt man die nicht mehr ran, so vernünftig. Egal, wollte halt beschauen, ob hier noch was ist. Aber die Gegend hier ist für mich das. Ach du Scheiße. Allerletzte. Kacke, Mann. Wie soll ich denn jetzt hier kämpfen, wenn ich gleichzeitig diese komischen Blasen im Rücken habe? So eine Rotze. Weiter rennen. Ich muss auch aufpassen beim Anvisieren, dass man hier nicht irgendwo runterfällt, runterrutscht, runterrollt. Geil. Scharlachfäule, während man beballert wird. Wenn das nicht geil ist, dann weiß ich auch nicht. Gut, dass ich den Zauber hier noch drin hatte, meine Güte, ey. Und nur? Eine Leiter. Ein Ort der Gnade wäre wirklich, verdammt schön. Aber auch wirklich verdammt schön. Gerät bewegt sich nicht, auch mein... Ja, ich hab sie gesehen. Da, da, da. Ja. Was war das für eine Rune? Namensrune oder was habe ich da gelesen? Numenrune. Ist irgendwas Besonderes an dem? 12.500 Seelen ist jetzt nicht mehr die Welt, wenn man gesehen hat, dass es eine mit 35.000 gibt. Hey, du hast gerade 3 Schläge abgekriegt und boxt mich immer noch in die Fresse halt. Ach, da schmatzt bloß jemand, okay. Tschüss. Tschüss. Ist das ja eigentlich eine reguläre Gegend, wo man hin soll, oder ist das hier so eine geheime Ecke, weil man ja an sich erst noch was machen musste?
um hier hinzukommen. Wobei, man sieht es ja groß auf der Karte. Vergisst, was ich gesagt habe. Frage ist ja nun, ich bin von da gekommen und hier geht schon wieder nach oben. Das will ich nicht machen. Die warten ja schon auf mich. Können die runterfallen? Oh, mach ich richtig Schaden, Mensch. 12. Ist doch scheiße gerade. Und mit umschlagen. Oh, warum nur 12, Mann? Soll mir quasi nur Platz erschaffen? Ich kann jetzt auch hier einfach eine ganze Folge aufnehmen. Nicht die Boxe oder was? So eine Scheiße. Da liegt was. Nö. 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 Da habe ich echt keinen Bock drauf. Außerdem kann ich mich mal hinsetzen. Ich habe ja auch keine Tränke mehr. So. Jetzt habe ich wieder Tränke. Hallo. Ich wollte den übrigens vor mir anvisieren. Nicht den, der mich gar nicht erst angreift. Jetzt ist aber gut. Und noch sowas, also. Fand ich ihn schon unverschämt von dir. Die ignorieren mich, dann halt sie mal schnell hoch. Vielleicht sind sie noch nicht so aggro auf mich. Alle drei hier nebeneinander, ey. Du bist hier der nervigste und schnellste von denen. Nee, du bist das. Ach du Scheiße. Ach Gott, wie soll ich den hier oben besiegen? Ja. Geile Stelle, also. Richtig edel. Hallo, bist du mit runtergekommen? Wäre doch nicht nötig gewesen. Hättest du nicht oben bleiben können. Ich hatte damit kein Problem. Na? Ah ja, komm. Roll doch mal. Scheiß Drehangriff. Ist ja richtig Panikmodus hier. Man merkt, dass ich im Ladebildschirm sonst immer nicht geredet habe. Muss mir das wohl abgewöhnen. Finde ich selbst schon fast witzig, dass ich mich da immer schon verstumme. Dass die mich zwischendurch ans Wegboxen. So, wo sind denn jetzt hier meine? Da ist er. Der ist einfach mal runtergekommen, schon vorseitig jetzt. Ach Mann, ich verpasse auch, wenn der diese Scheiße macht, dass der sich dreht. Komm, rote Augen, geht weg. Nö. Ha, ist hinterher gekommen. Quatsch. So ein Trottel, ey. Einfach hochklettern, ist ohne Idee. Komm, wir verhelfen uns erstmal da drin. Dann lassen wir uns mal noch von denen hier vorne erschrecken. Jetzt. Oh, komm, das war doch nicht notwendig. Das dauert doch nicht.
Kannst du auch sein lassen. Sammeln wir unseren Scheiß hier ein. Der lebt ja noch. Abstechen. Alles abstechen. So, kommt ihr wieder runter? Lauf, 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 lauf. Oder kletter, 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 kletter. Haha, kommst nicht hinterher. Scheiße, es muss, wenn ich wieder runter muss. Oh nein, jetzt hat er mich tatsächlich noch gekriegt. Okay. Von da kam der also immer. Und hier ist sonst nichts weiter. Kann ich drauf springen, okay? Drachentalisman. Es war doch jeglichen nicht körperlichen Schaden, also alle Magie-Sachen. Oder ist das mit gemeint alle Giftsachen? Also beziehungsweise alle Effekte. Wir werden es nie herausfinden. Wir müssen es nicht benutzen. Und ich benutze es nicht. Also gerade nicht. Hier steht eine ganze Armee von diesen Pilzköppen. Aber warum? Ach Quatsch. Geh weg! Hat nicht gereicht. Und zweiter Durchschnitze. Zumindest halten sie nicht mehr so viel aus. Scheiße, scheiße. Oh, die fallen einfach auf mir drauf und ich verrecke daran aus. Oh Gott, das ist der beste Spot zum Falten hier. Weiß gar nicht, warum ich eigentlich alle angegriffen habe. Noch so ein Ding. Das ist eine Kacke hier. Die Viecher sind so ätzend. Da gibt es davon auch noch so viele. Da sind halt auch noch Spots, wo ich nicht war. Ach, generell in dem Spiel war ich wahrscheinlich an so vielen Orten noch nicht. Na gut. Dann werden wir wohl die Leiter hier. Wo war sie jetzt? Da hinten. Mal runterschauen. Hab gehofft, einen anderen Weg zu finden, wo nicht so eine scheiß rote Bestie da rumläuft. Da kommt man wieder hoch. Da ist auch so ein Ding da, okay. Feuerfett, Feuerfett. Sag mal, wenn ich hier Feuerfett kriege, hat das Ding einfach vielleicht gar keinen Bock auf Feuer? Ist das vielleicht ein kleiner Hinweis? Man weiß es nicht. Auf zu schreien. Mach den Drehangriff und lass mich in Ruhe.
shit. Mit. Scheiß Ausdauer, Mann. Fucking Ausdauer. Ich krieg's immer nicht viel managed. Ich muss viel mehr ausweichen und mich nicht so oft schlagen lassen, dass meine Ausdauer so da runterhaut. Trotzdem ekelhafte Gegend. Allein schon wieder, dass ich mich da bis da hinten hinkämpfen muss, ist schon wieder widerwärtig. Ich guck mal, ob ich da schneller hinkomme. Was ist das denn? Willst du jetzt das Symbol angreifen oder ihn? Oh Gott. Oh nö, ey, völlig unnützer Quatsch. Dauert viel zu lange. Und dann liegen die noch ewig rum, trifft man sie nicht. Die erinnern mich immer so ein bisschen an für Last of Us hier, die Klicker. Bloß, dass die hier nicht so rumklickern. Oh, Kacke. Ich hab so viel Ausdauer verbraten für die ganzen Schläge. Okay, das hat ein bisschen Ruhe reingebracht, weil es der letzte war, war das auch okay. So, und die Dinger halten zu viel aus, da kann man mal von hinten pieksen. Tschüss. Schmiedestein 8. Können wir uns gönnen. Ich sehe, dass du auch noch dazu kommst. Und tschüss. Gut, haben wir die auch? Ich weiß nicht, ob der Weg hier fast besser ist, um zu meinen Seelen zu kommen. Hat zwar hier mehr zum Schnetzeln. Aber die sind irgendwie noch irgendwie angenehmer. Oder zumindest das Areal ist angenehmer. Oder irgendwie so. Ich habe auch nicht 1000 Leitern zum Rumklettern. Blöd ist bloß, dass ich da immer noch nicht bin. Ich könnte rüberjumpen. Ach du Scheiße. Natürlich, ich entscheide mich oben zu bleiben und es kommt hier oben an und nicht da unten. Okay, das dauert zu lange. Das dauert zu lange, also runter schnell. Eine normale Feuerattacke. Jetzt habe ich das mit die Scharlachfäule drin. Jetzt aber gut. Halten denn die Dinger aus? Nicht unnormal, weil die aushalten. Gut. Noch mehr Scharlachfäule. Ach komm, packen wir es ab.
Was haben wir da? Eine Giftblüte, Miranda-Pulver, okay. Wendt, kannst kein Gift machen. So, und wieder hoch. Ups. Blöder Baum gegen dir. So, die haben wir schon mal wieder drin. 6 Heilungen noch, okay. Will nicht gegen die kämpfen, gar nicht. Kein Bock. Bin an dem vorbei. Kann man den vergiften? Kann ja runterfallen. Alter, war das eklig, wie der mich einfach geschoben hat. Shit. Nee, wir nehmen nochmal ihn davon. Mach ich denn das am besten? Geilste wäre es natürlich, wenn der einfach runterfällt. Hier ist vergiftet. Ich stehe direkt hier gegen zum Kämpfen jetzt. Den Spot habe ich mir ungünstig ausgesucht. Und drüben die Ameisen, ey. So, ich könnte jetzt den anderen Weg wohl rumlaufen, von da hinten hochkommen. Hier könnte man auch runter gucken. Ja. Weiß ich nicht. Ist er jetzt vergiftet? Gestorben? Ist er runtergeplumpst dadurch? Anscheinend. Perfekt. Perfekt. So muss es laufen. Scheusal, Kurzbogen. Super, der beste Kampf ist den, den man nicht kämpfen muss. Und das war der. Was haben wir denn hier? Noch ein Drachenschmiedestein. Krass. Ich dachte, da hängt irgendwas von der Decke, was mich gleich angreift. Dunkelschmiedestein. Okay, meiner peitschen wohl auch irgendwelche Gegner in Timbuktu an, aber nie die, die vor ihm sind. Ein Ort der Gnade. Ein Ort der Gnade. Zu gnädig. Schnell hinsetzen. Ich komme noch Tränke und ein Level wollen wir auch noch haben. Was nehmen wir weg? Was nehmen wir weg? Den da.
Was haben wir hier noch? Noch eine fette Rune. Meine Güte, ey. Na gut, mittlerweile braucht man ja die fetten Runen, weil man ja so viel braucht für ein Level. Haben wir hier noch eine fette Rune? Nee, spiele ich dann 6. Naja, der ist okay. Was haben wir da unten? Das kommen die Kristallgegner, die da erscheinen. Und was das macht der andere da? Gute Frage, nächste Frage. Irgendwas ist gestorben. Okay, nehm ich so hin. Ja, bei den blöden Ameisen liegt halt noch was. Würde schon gerne haben. Würde ich schon gerne. Wollen wir das mal testen hier? Ob das geil ist? Ja, testen wir, komm. Es reicht mir mit euch! Scheiße, die Ameise macht einen Angriff. Okay, ich muss die Reichweite noch einschätzen. Aua! Tot. Zu lange gebraucht, unten meine Tränke umzuschalten. Ich fällt aber auch nicht runter, oder? Ich meine, wie die da hängt. Jetzt, jetzt. Komm, rutsch noch. Ja! Ja, ist ja gleich um der Ecke, darum war das jetzt auch alles nicht so tragisch. Außer ist alles, wenn er da ist. Sag mal, kann ich die von hier oben einfach schon mal durchnudeln? Also, die greift mich von hier oben zumindest auch schon mal an. Ah, ich weiß nicht, der ist so ungenau. Ich stört gerade viel mehr, dass die ganze Zeit ihre Attacken hier rein spammen. Ich glaube, meine trifft so nicht, oder? Doch, ein bisschen. Gut ist, dass dieser Zauber auch fast keine Mana mehr braucht, irgendwie. Viel. Und dass ich so leicht im Bogen über und rüber schieße, so. So, ungetroffen ist natürlich viel geiler, als mit denen zu kämpfen. Wie bin ich da drunter gekommen? Bin irgendwie... Hier... Und hier. Gut. Was haben wir denn hier Schönes? Was habt ihr beschützt? Ionischer Schmetterling. Oh Gott, ey, wenn ich wüsste, was das macht. Bis ich den im Inventar gefunden habe, habe ich aber auch keine Lust mehr. Und das ist so das Problem an den ganzen Gegenständen im Spiel. Ich kann nicht einfach jetzt, was weiß ich, keine Ahnung, einen Knopf drücken und dann zeigt er mir sofort an, was das macht. Oder... Sowas in der Art halt. Das zeigt mir einfach im Inventar an neu. Neu wäre so eine Sache für sich. Aber es hatten ja, glaube ich, auch schon die Dark Souls Titel als Problem oder. Och Mann. Als den Gegner angreifst, angriffst du nicht. Quatsch immer. So ein Quatsch. Wo kommen wir überhaupt hier hin? Was bist du? Ach, das sind doch diese Gegnerrufen, ja. Die ganze Zeit diese Geistergegner rufen. Bis man sie getötet hat. Bin ich ja aus der Geisterruferhöhle. Aber du bist echt. Okay. Jetzt ist seine Deckung durchbrochen. Ab jetzt kann man mit ihm kämpfen. Tschüss. Ich reich. Und dann gibt's Nachschlag. Boom. Gut, haben wir den auch? Okay. Einfach noch einer. Oder ist der unsterblich, weil das einer von den Geisterrufern ist? Irgendwo eine Schnecke bei mir. Du hast Schuld. Alter, ich will die Schnecke töten. Ist ja nett, dass du jedes Mal dich vor dein Herrchen stellst. Ja, genau. Okay. Oh, Herzattacke. Ganz kurz. Oh, fuck, ey, das wäre ja wohl der dümmste Tod überhaupt.
Sprache ist, kann ich hier meinen Pony rufen? Nö. Ich das nicht kann. Wie komme ich darüber? Einfach jumpen? Es wirkt zu weit. Es wirkt doch viel zu weit. Andererseits, was bringt mir hier sonst die Ecke? Hier ist ja sonst nichts. Komm ich irgendwie hier hoch? Das sieht nicht so aus. Was bringt mir diese scheiß Ecke, Mann? Wenn hier nichts ist? Kann er aber schlecht auf den Baum mitjumpen. Komm, wir nehmen das hier, wagen den Sprung. Oh Gott. Was für eine kranke Scheiße. 1000 Pilzköpfe. Tausende Pilzköpfe schon wieder. Aber ich glaube, auch wenn ich sonst immer aufhöre an dem Ort der Gnade, für heute soll es gewesen sein. Darum danke ich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Oh.